Guten Morgen wird ja wohl noch drin sein. Ach, Entschuldigung. Guten Morgen. Warum kann ich dir kein Frühstück machen? Warum sollte ich nach über 20 Jahren auf einmal ein richtiges Frühstück haben wollen? Sonntags willst du es ja auch. Ja, sonntags ist es was anderes. Wann hast du deinen ersten Termin? Um 9. Ach, du lieber Gott. Ich möchte wieder arbeiten. Was fehlt dir? Hast du zu wenig Geld? Arbeit fehlt mir. Du solltest deinen Unfall erstmal richtig auskurieren. Hm? Ich bin wieder gesund. Deine Ärzte sehen das anders. Upsa. Reicht das für diese Woche? Rufst du mich mal an? Ja, klar. Triffst du dich mit Sabine? Ja, im Café. Ja, siehst du. Vergiss dein Handy nicht. Hab ich dabei. Ciao, meine Liebe. Denn? Ach, Herr Wiegand, gut geht's, danke. Meine Damen in der Apotheke vermissen Sie sehr, seit Sie nicht mehr kommen. Tja, da kann man nichts machen, so ist das Leben. Alles hat mal ein Ende. Keine Blumen heute? Jeden Tag Blumen sind irgendwann keine Blumen mehr. Du bist zu früh aufgestanden. Ich bin auch nicht fertig. Ach, das ist ein Leben. Wie war deine Nacht? Nur 5 Zigaretten und fast kein Alkohol. Warum lachst du? Wegen der braven Mädchen, die in den Himmel kommen. Ich komme nicht in den Himmel, mach dir keine Sorgen. Und weil die bösen Mädchen überall hinkommen, fahren wir heute raus aus der Stadt mit deinem neuen Wagen. Bei dem Wetter? Bei dem Wetter. Die frische Luft wird dir gut tun. Gut. Aber nach dem Frühstück gehe ich erst noch mal wieder ins Bett. Ich auch. Wie lange wird das gut gehen mit uns beiden? Ach komm. Ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken. Irgendwann fliegt alles auf. Dein Lottogewinn, die Arbeit, die du nicht mehr machst, deine Frau. Die zwei Leben kannst du nicht durchhalten. Das wäre
Wegen mir kann es immer so bleiben. Wenn du unbedingt willst, kann ich mich erscheinen lassen. Will ich gar nicht. Wozu? In der Nacht lebe ich in einer Bar hinterm Tresen und am Tag lebe ich mit einem wunderbaren Mann zusammen. So, jetzt beeil dich aber. Warum? Na, warum, warum? Weil ich mit dir ins Bett will. Hallo. Was ist mit dir los? Du wirst ja immer pünktlicher. Machst du dich lustig über mich? Nein. Ein Kännchen Kaffee, bitte. Na, wie geht's dir? Hattest du als Kind auch so einen Hamster im Tretrad? Ja, hatte ich auch. So geht es mir. Komm, ich lade dich zum Grappa ein. Warum das denn? Heute ist der 3. Jahrestag meiner Scheidung. 2 Grappa, bitte. Das Problem ist, dass ich ihn liebe. Vera, für dich. Was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, es ist vorbei. Komm, bitte zurück, Vera. Ich bin's. Ich wollte mich noch mal zwischendurch bei dir melden. Ich sitze hier mit Sabine im Café. Und du? Grüß ihn von mir. Ich soll dich grüßen. Grüße zurück. Und wo bist du? Ich bin im Wagen auf einem Parkplatz. Du kannst mir einen Gefallen tun. Im Handschuhfach habe ich eine Visitenkarte vom letzten Mal liegen. Was für eine Visitenkarte? Die Telefonnummer brauche ich. Ein Wellnesszentrum ist das. Moment mal. Du, da ist nichts, Anna. Die muss aber da sein. Na, kannst du heute Abend selber nachschauen. Ich muss jetzt Schluss machen, Anna. Bis heute Abend. Ist er weg? Er ist weg. Also, fahren wir. Mit Wellness am Hut. Irgendwann muss ich ja mal anfangen. Vielleicht hilft das ja. Danke. Also, worauf trinken wir? Auf die Liebe. Ganz bestimmt nicht. Habe ich Glück? Darum geht's nicht. Hast du Glück?
Sieht nicht schlecht aus. So, du kannst da selber nachsehen im Handschuhfach. Ja, ich verstehe das nicht. Du siehst hervorragend aus. Du hast über Tag richtig Farbe bekommen. Ach, habe ich das? Danke. War ein Tag wie jeder andere. Zweimal Gin Tonic, Doktor. Ich glaube, du musst mal was tun. Ist der schon wieder da? Mach du mal weiter, ich kümmere mich um ihn. Sie können es auch schriftlich haben, wenn Sie unbedingt wollen. Nochmal ganz klar zum Mitschreiben. Sie haben hier Lokalverbot, okay? Ich kann es Ihnen auch über meinen Anwalt mitteilen lassen. Ich kann allerdings auch wieder die Polizei holen. Soll ich? Schon wieder so spät. Dauert nicht lange. Ja, bitte, schau nach. Das verstehe ich nicht, dass die Karte weg ist. Tja, ist aber so. Fände ich gut, wenn du das mit dem Wellness machst. Dann hast du was vor. Na gut. Moment bitte. Tut mir leid, es hat länger gedauert. Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Ich muss dringend ein paar Aktien für Sie verkaufen. Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Ja, dann machen Sie das doch. Als Filialleiter haben Sie doch mein volles Vertrauen in allem. Bis dann. Bis dann. Wir sehen. Ja, bitte. Hallo.
Leo, kommst du mal? Da ist ein Anruf auf dem Handy des Toten. Hör mal, was ist? Moment noch. Ja, Rickmann hier. Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Ich brauche die Adresse zu folgender Telefonnummer. Ja, ist eine Münchner Nummer. 782-7135. Danke. Wer war Pharmavertreter? Der heißt Frank Kaltenbach. Was war denn das genau? Der Anruf hat gleich wieder aufgelegt, aber ich habe die Nummer. Ich lasse gerade rausfinden, wer das war. Merkwürdig. Die Medikamente, mit denen er rumgezogen ist, die sind fast alle abgelaufen. Der wohnt in der Tivoli-Straße. Leo? Ja? Also, zwei Schüsse in den Rücken. Ziemlich großes Kaliber. Die Projektile sind vorne wieder ausgetreten. Die Tatzeit wisst ihr ja, glaube ich. Wieso kennen wir die Tatzeit? Der Hausmeister hat die Schüsse gehört. Ja, wo ist er? Kommen Sie bitte mal. Leo, ich bin fertig. Ja. Das genaue Ergebnis kriegt ihr von der Rechtsmedizin. Okay. Guten Tag. Tag. Von wo kamen die Schüsse? Ich habe da schon eine Vorstellung. Wahrscheinlich von dem blauen Wagen da drüben. Der Wagen wurde übrigens aufgebrochen. Aha. Wem gehört denn der Wagen? Den Bergers. Sie sind zurzeit in Neuseeland. Kennen Sie den Toten? Nein. Ich habe noch zwei solche Häuser zu betreuen. Links und rechts. Ja, Riedmann. Danke, das ist schon mal was. Der Anruf kam aus diesem Haus. Vera Ruschdi heißt die Dame. Die wohnt im ersten Stock. Axel, Werner, macht ihr das bitte, ja? Der Pass des Toten. Ah ja. Guten Tag. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden. Wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Ich habe mit der Polizei nichts zu tun. Sie haben vorhin angerufen und ziemlich bald wieder aufgelegt. Ich wollte Herrn Kaltenbach sprechen. Es geht um Herrn Kaltenbach. Was ist mit ihm? Darf ich fragen, wie Sie zu ihm stehen? Ich habe gefragt, was mit Herrn Kaltenbach ist. Wir haben da keine gute Nachricht für Sie. Er ist unten in der Garage erschossen worden. Verschwinden Sie! Das geht leider nicht so einfach. Ich bin seine Geliebte! Er ist verheiratet. Halten Sie sich an seine Frau. Ich habe ihn nicht erschossen. Wir konnten Ihnen das nicht ersparen. Was ist denn hier los? Ist das jetzt ein Puff? Ich möchte da rein. Das wird jetzt nicht gehen. Ich bin immer noch der geschiedene Mann von der Dame da drin. Lassen Sie das bitte. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil der Freund von Frau Ruschdi unten in der Garage erschossen worden ist. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Ach, so geht das. Ja, so geht das. Eigentlich ist es auch gar nicht so schade um ihn. Sie kommen dann bitte sofort mit zum Präsidium. Ich komme nach. Sie kennen sich ja hier aus. Kann man so sagen. Kennen Sie den Toten? Ja. Den kenne ich. Kommen Sie bitte. Guten Tag, wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Bitte?
Wir hätten gern Frau Kaltenbach gesprochen. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Meiner Mutter geht's nicht gut. Der Arzt ist bei ihr. Worum geht's denn? Frank Kaltenbach ist Ihr Vater? Nein, ist mein Stiefvater oder Adoptivvater, wie Sie wollen. Was ist mit ihm? Ihr Stiefvater wurde vor 3 Stunden in einer Tiefgarage erschossen aufgefunden. Was sagen Sie da? Könnten Sie vielleicht ein bisschen leiser sein? Entschuldigung, wir sind von der Kriminalpolizei. Wir müssen Frau Kaltenbach sprechen. Das können Sie ganz gewiss nicht. Ich bin der Hausarzt. Mein Stiefvater ist erschossen worden. Seit der Trennung von meiner Frau lebe ich wieder bei meiner Mutter. Haben Sie sich wegen Kaltenbach von Ihrer Frau getrennt? Nein. Kaltenbach kam erst später dazu. Geld hat er gehabt, aber gearbeitet hat er nicht. Hatten Sie eigentlich Kontakt zu seiner Familie? Nein. Ich habe mir oft überlegt, ihn umzubringen. Aber das ist nicht so einfach. Das kenne ich auch anders. Können Sie schießen? Ja, ich war beim Bund. Kann ich jetzt gehen? Ich habe keine Zeit mehr. Können Sie. Aber wir machen morgen ein Protokoll mit Ihnen. Und? Was soll da drin stehen? Dass Sie Frank Kaltenbach nicht umgebracht haben. Ja. Wer war das eben? Das war Wolfgang Ruschti, der Ex-Mann der Geliebten von Kaltenbach. Ja, und? Ja, nix und, sonst hätte ich ihn ja hier behalten. Axel, mach doch mal einen Kaffee, du kannst jetzt so gut. Danke. Den Wagen, aus dem wahrscheinlich geschossen worden ist, habe ich in die Werkstatt gebracht. Für die Spurensicherung. Ja, und? Das war's dann? War's noch überhaupt nicht. Der Frank Kaltenbach hat nicht nur 2 verschiedene Leben geführt, der hatte auch für jedes Leben ein extra Konto bei ein und derselben Bank. Und das hat dir die Bank so einfach erzählt? Aber im Mord machen sie das manchmal. Beschluss wird nachgereicht. Und über das eine Konto ist vor einem Jahr ein Betrag von 6 Millionen Mark gelaufen. Das ist ein Lottogewinn. Und jetzt seid ihr dran. Nicht schlecht. Dann wäre jetzt die nächste Frage, wer hat von den 6 Millionen gewusst? Du sagst es. Und wer erbt und wie viel? Was soll denn das? Schon gleich wieder weg. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal sehen, wie die Geliebte von meinem Stiefvater mit seinem Tod zurechtkommt. Und? Was haben Sie gesehen? Sie scheint das ganz gut zu verkraften, Ihre geschiedene Frau. Und jetzt raus hier. Los, hauen Sie ab! Gesagt, du sollst zu Hause bleiben. Was soll ich denn jetzt da? Das hier ist auch mein Zuhause. Jetzt ist recht. Willst du was trinken? Ja. Was wollen Sie? Wir haben noch geschlossen. Das war sein Sohn. Der Arzt wird gleich wieder hier sein. Naja, kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Nee, danke. Danke. Haben Sie Ihrer Mutter inzwischen erzählt, was passiert ist? Ja, alles. Was heißt alles? Naja, wo mein Stiefvater erschossen wurde, in der Garage, dann, dass er eine Geliebte hatte,
Woher wissen Sie das denn? Ich habe eine Zeit lang beobachtet, weil man sein Verhalten merkwürdig vorkam. Wovon leben Sie, wenn ich fragen darf? Ich studiere BWL. Nebenbei arbeite ich als Daytrader. Eigentlich nur noch. Sie wissen, was das ist? Ja. Das ist doch so eine Art Zocken mit Aktien, oder? Ich habe diese Welt nicht erfunden. Aber gerade beim Geld sind Sie. Sie haben nicht zufällig gewusst, dass Ihr Vater ein Vermögen von 6 Millionen Mark im Lotto gewonnen hat. Sagen Sie das nochmal. Sie haben schon verstanden. Entschuldigen Sie mich, setzen Sie sich. Hallo. Wie findest du das? Daytrader. Überlege ich mir gerade, wie ich das finde. Ich habe die Medikamente für Ihre Frau Mutter gleich mitgebracht. Gut, Sie finden sich zurecht? Ja, ja. Ich fasse es nicht. Wissen Sie, ob Ihr Vater ein Testament gemacht hat? Ein Testament? Ja, ein Testament. Mein Stiefvater war nicht der Typ für ein Testament. Dann sind Sie jetzt ziemlich reich. Und wir haben nur noch eine Frage. Gestern früh um 9 Uhr, wo waren Sie denn da? Dachte ich mir das doch. Ich war zu Hause in meiner Wohnung, in der Martiusstraße 45. Allein? Nein, nicht allein. Mit meiner Freundin. Wir leben zusammen. Wie heißt sie? Tina Hauptmann heißt die. Entschuldigung, ich hab's eilig. Wir sind schon fertig. Danke, wir finden alleine raus. Wir sehen uns dann im Präsidium. Ja. Ich will Ihnen sagen, wie Ihre Mutter die Medikamente einnehmen muss. Gibt es schon irgendetwas? Was wollen Sie denn auf dem Präsidium? Nein, es gibt absolut gar nichts. Eigentlich wollte ich schlafen. Kannst du ja gleich. Was wollte die Polizei von dir? Na, was wohl. Und? Haben sie dich nach deiner Beziehung zu deinem Vater gefragt? Er war nicht mein Vater. Haben sie? Nein, haben sie nicht. Das werden sie noch. Du kannst gleich sowieso nicht mehr schlafen. Und wieso nicht? Wir sind nämlich reich geworden. Dein Mann hat uns mehrere Millionen Mark hinterlassen. Na, ein Lottogewinn, den er gemacht hat, als du im Krankenhaus warst. Was sagst du jetzt? Sie werden denken, dass wir ihn umgebracht haben. Herr Rushdie, ich habe gerade erfahren, dass Sie einen Waffenschein besitzen. Ja. Die Pistole dazu ist schon lange weg. Haben Sie das gemeldet? Eine Colt, Kaliber 45, die mir vor 4 Jahren mit meinem Auto gestohlen wurde. Und wozu soll die gut gewesen sein, die Colt? Ich bin zwar vom Beruf Bauingenieur, aber zu der Zeit habe ich für eine Detektei gearbeitet. Das werden wir nachprüfen. Machen Sie das. Was soll ich denn damit? Das ist die Adresse von einem Freund, mit dem ich mich jeden Mittwoch um 9 Uhr auf dem Arbeitsamt treffe. Ihr Alibi sozusagen. Wir suchen Arbeit. Schon über ein Jahr. Also, ich hätte Ihnen schon die erste Auskunft nicht geben dürfen. Sie haben doch jetzt einen richterlichen Beschluss vorliegen. Und damit sind Sie vom Bankgeheimnis entbunden. Herr Kaltenbach war ein liebenswerter Mensch. Mit vollem Vertrauen in so jemanden wie mich. Solche Kunden gibt's nicht viele heutzutage. Ich weiß, warum Sie uns geholfen haben. So einen Mord kann man nicht einfach so hinnehmen. Und da spielen eben Erbe und Testament eine große Rolle. Wir sind ganz sicher. Herr Kaltenbach hat mir nichts vorgemacht. Er war sogar einmal mit seiner Freundin bei mir. Frau Rushdie? Ja, Frau Rushdie. Später mal sagte er mir, dass sie alles erben wird. Kann ich gut verstehen. Sie ist eine schöne Frau. Herr Kaltenbach war sehr glücklich mit ihr. Ich danke Ihnen. Das Testament liegt im Notariat Dr. Thomas. Finden Sie den Mörder. Was
So gut ist die Gulaschsuppe auch wieder nicht, dass du jetzt gar nichts mehr sagst. Du hast doch keine Ahnung von Gulaschsuppe. So geht's auch. Hallo? Guten Tag, Frau Rustin. Mein Name ist Heimann. Ich bin von der Mordkommission. Wir wollten eigentlich zu Ihnen, aber Sie waren nicht da. Ich bin unterwegs. Ja, das sehe ich. Herr Hauptkommissar Kress. Guten Tag. Bitte. Sie sehen, wir können uns nicht mehr entgehen. Ich versuche mir vorzustellen, was Sie von mir wollen. Oh, da gibt's einiges. Zum Beispiel, wie lange kannten Sie Herrn Kaltenbach? Spricht man der Freundin eines Ermordeten nicht sein Beileid aus? Doch, da haben Sie recht. Dürfen wir auf unsere Frage zurückkommen? Ich kannte Herrn Kaltenbach etwas über ein Jahr. Das war doch die Zeit, als seine Frau nach ihrem schweren Unfall im Krankenhaus lag. Ja, das war die Zeit. Hatten Sie irgendwann mal Kontakt zu einem anderen Mitglied der Familie? Nein, warum sollte ich? Können Sie sich vorstellen, dass Herr Kaltenbach ein Testament gemacht hat? Kann ich mir vorstellen. Warum fragen Sie? Herr Kaltenbach hinterlässt ein Vermögen von ca. 6 Millionen Mark. Ein Lottogewinn. Das weiß ich. Er hat mir davon erzählt. Jetzt wollen Sie wissen, ob ich etwas erbe und ob ich vielleicht an seinem Tod beteiligt bin. Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Wir haben nie darüber gesprochen, dass ich etwas erbe. Und sein Tod hat mich tief getroffen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gerd, wir sollten uns auf solche Zufälle nicht einlassen. Ich gebe zu, dass es nicht einfach ist, mit mir zu leben. Ich bin ziemlich impulsiv. Meine Frau sagt, cholerisch. Mein Psychiater sagt, ich jetzt war nicht. Deswegen hat sich meine Frau von mir getrennt. Ich habe sie geschlagen. Manchmal. Sie waren in Behandlung? Ja, ein halbes Jahr. Aber jetzt auch nicht das Gegenteil von kaltblütig. Und der Mord an Kaltenbach war doch kaltblütig, oder? Das ist das Protokoll mit Wolfgang Rushdie. Willst du noch mehr hören? Nee, danke. Ich möchte es lieber abgeschrieben haben. Ihr solltet vielleicht wissen, dass er eine 45er Colt-Pistole besessen hat, die ihm aber vor 4 Jahren mit seinem Auto geklaut wurde. Stimmt das mit der Colt? Das stimmt. Und das ist ein ziemliches Ding. Wir haben die Markierungen auf den sichergestellten Geschossen in den Computer eingegeben. Und wir hatten überraschenderweise Erfolg. Mit derselben Waffe ist vor 2 Jahren vor einem Supermarkt in Geldbote erschossen worden. Beute damals 200.000. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das nie aufgeklärt worden. Ist gegen Rushdie ermittelt worden damals? Nein. Oh, kann ja noch werden. Was bei uns so alles anläuft. Die Waffe ist nie aufgetaucht. Also kannten die Kollegen auch keinen früheren Besitzer Rushdie. Du solltest die Fingerabdrücke von ihm nehmen lassen. Der Wagen, aus dem geschossen wurde, ist ja sichergestellt. Hast du noch so eine Nachricht? Hab ich. Frank Kaltenbach hat wahrscheinlich ein Testament gemacht. Woher weißt du das? Von seiner Bank. Und Vera Rushdie hat Vollmacht für sein Konto und für seinen Safe. Und? Was und? Ich weiß, wer der Notar ist. Hast du irgendeinen Plan? Nee. Wir lassen das mal auf uns zukommen.
Wenn du jetzt stehen bleibst und scharf nach links guckst, dann siehst du jemanden, den wir kennen. Guten Abend, Herr Rutschli. Das ist Herr Hauptkommissar Kress, Leiter der Mordkommission. Was machen Sie denn so spät abends noch hier? Das könnte ich Sie auch fragen. Wir tun unsere Arbeit. Und ich warte auf meine Frau. Dann müssen Sie aber noch lang warten. Ich habe Zeit. Ich habe immer Zeit. Herr Rutschli, wir würden Sie gerne morgen früh im Präsidium sehen und Ihre Fingerabdrücke nehmen. Sagen wir 8 Uhr. Wir haben da ein Problem mit Ihrer Colt-Pistole. Die Colt ist weg. Na, vielleicht nicht ganz. Wozu soll das denn gut sein? Verdächtigen Sie mich, Kaltenbach erschossen zu haben? Wäre das so abwegig? Ich komme. Mit Rechtsanwalt, das sage ich Ihnen gleich. Tun Sie das. Sind Sie als Gäste hier? Nein, sind wir nicht. Ihr Abgang heute war ja etwas plötzlich. Wenn Sie Zeit haben, setzen Sie sich. Wollen Sie nichts trinken? Nein, danke. Was wollen Sie von mir? Sie erben vielleicht das meiste von den Millionen von Herrn Kaltenbach. Was heißt das? Dass Sie reich sind. Und was heißt das noch? Wir könnten uns vorstellen, dass wir ein gewisses Interesse am Tod von Frank Kaltenbach hatten. Was sind Sie für abscheuliche Menschen? Wenn Sie jetzt wieder gehen, dann kriegen Sie Ärger mit mir. Ich weiß nicht, was ich Ihnen antworten soll. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe ihn geliebt, diesen Mann. Wir sagen ja gar nicht, dass Sie ihn erschossen haben. Die Testamentseröffnung ist morgen um 10 Uhr. Und anschließend kommen Sie bitte zu uns ins Präsidium. Jetzt können Sie gehen. Hören Sie jetzt auf zu arbeiten? Warum? Weil ich reich bin? Übrigens, Ihr Mann wartet draußen auf Sie. Kress-Riedmann? Ja. Ich will es Leo sagen, wenn er kommt. Was wirst du mir sagen? Wolfgang Rutschli ist noch immer nicht zu Hause aufgetaucht. Und die Observierung steht. Wenn der die Tatwaffe noch hat, muss er sich jetzt kümmern. So lange hättet ihr nicht warten müssen. Ja, doch. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht über Tobias Kaltenbach. Dem steht das Wasser Oberkante Unterlippe, unserem Daytrader. Aha. Seine Kumpel sind alle schlecht, auf ihn zu sprechen. Der hat Schulden bei ihnen bis zum Abwinken. Und wie viel ist das? Etwa 700.000. So was habe ich mir schon gedacht. Die Freundin von Kaltenbach ist dabei, sich abzusetzen. Ah, trotz des Geldregens? Haben wir gehört. Hast du den Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von der Mutter von Wolfgang Rutschli? Hab ich hier. Dann gehst du morgen mit den Kollegen mit und suchst dort nach der Colt-Pistole. Wenn er sie nicht inzwischen weggeschafft hat. Werden wir dann sehen. Noch was haben wir erfahren. Tobias Kaltenbach hatte ein miserables Verhältnis zu seinem Vater. Oder Stiefvater, wie du willst. Und das immer schon. Ja.
Wir schließen gleich. Ich hab schon gedacht, du willst mich verarschen. Es gibt nichts mehr. Und du konntest mir nicht am Telefon sagen, was du willst. Nein, konnte ich nicht. Ich brauch dich. Das habe ich mir schon gedacht. Wir beide waren wie immer am letzten Mittwoch beim Arbeitsamt. 9 Uhr. Hast du das verstanden? Macht 100.000 Mark. Ja. Sonst geht's dir gut? Na, du wirst doch nicht so dämlich sein und was verbrochen haben, wenn kein Geld rübergekommen ist. Ich sollte dir die Fresse polieren. Das würde überhaupt nichts ändern. So, jetzt ist Schluss. Zahlen. Du bist auch schon da. Warum hast du mir nichts erzählt? Was soll ich dir erzählen? Veras Liebhaber ist erschossen aufgefunden worden. Ich wollte nicht, dass du irgendwas denkst. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Und was soll ich mir jetzt denken? Wenn dein Vater noch am Leben wäre, wärst du ein anderer Mensch geworden. Mutter, ich bin 40. Was soll das? Ich habe ihrem Liebhaber nichts getan. Glaub mir. Und jetzt geh wieder schlafen. Und warum hast du kein Licht gemacht? Das ist richtig, der wird gleich hier sein. Sobald Riedmann und die Kollegen da sind, könnt ihr die Observierung abbauen. Gut, Ende. Ah, morgen. Pünktlich wie die Mauer, habe ich mal so gelernt. Ich dachte, Sie kommen mit Rechtsanwalt. Ich habe nichts zu verbergen. Wir gehen als erstes zum Erkennungsdienst wegen Ihrer Fingerabdrücke. Kann es sein, dass Sie mich überwachen lassen? Hatten Sie den Eindruck? Ich hätte wohl doch mit Rechtsanwalt kommen sollen. Guten Tag, wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Bitte. Mein Name ist Heimann. Richter. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Herrn Kaltenbach. Ich bin dabei auszuziehen. Kommen Sie. Frau Hauptmann, Ihr Freund Tobias Kaltenbach. Wo ist er jetzt? Bei seiner Mutter.
Wollen Sie sich nicht setzen? Nee, danke, wir bleiben nicht lange. Gibt es einen Grund, warum Sie ausziehen? Viele. Viele Gründe. Sie müssen die Frage nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Warum fragen Sie dann? Also, eine Frage müssen wir stellen. Ich weiß. Und die müssen Sie dann vor Gericht beeiden. Mein Freund ist am Mittwochmorgen um 8 Uhr aus dem Haus gegangen. Am Nachmittag hat er mich angerufen und gesagt, dass sein Vater erschossen worden ist. Und am Donnerstag erst haben wir uns kurz gesehen. Das war klar und deutlich. Das ist das, was ich unter Eid aussagen kann. Wieso geht bei uns keiner ans Telefon? Na, so viele sind wir nun auch wieder nicht im Büro. Aber Leo müsste doch da sein. Setzen Sie sich. Ja, Chris? Kann ich reden? Ja. Kannst du reden? Nee. Also, die Freundin von Tobias Kaltenbach lässt ihn hängen. Der hat gar kein Alibi für die Tatzeit. Na bitte, wer sagt's denn? Tja, dann werden wir uns mal holen. Herr Ruschli besucht mich gerade. Gut. Ende. So, ich habe hier die Abschrift Ihres Protokolls. Als Zeugen zu Ihren Aussagen werden wir noch Ihren Freund befragen. Der heißt... Bobby Seiler. Richtig heißt er Roman. Ah ja, ja, der. Vielleicht sollte ich doch sagen, dass zurzeit bei Ihnen eine Hausdurchsuchung stattfindet. Das geht nicht ohne mich. Die Wohnung gehört Ihrer Mutter, nicht Ihnen. Und Ihre Mutter ist dabei. Und? Was wollen Sie denn finden? Na, Ihre verschwundene Goldpistole. Nicht, dass Sie das alles dürfen. Mein Sohn hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Würden Sie mir bitte den Schlüssel für den Keller geben? Wir haben keinen Keller. Wir haben nur einen Speicher. Komm mit auf den Speicher. Da ist es schon. Allein schaffen wir das nie. Ach komm, wir probieren's. Mann, warum dauert denn das so lange? Ist doch sowieso alles klar. Vielleicht ist die Ruschti gar nicht da. Die ist da. Die hat von allen die besten Nerven. Sie brauchen mich nicht abzuholen. Wir wollen Sie nicht abholen. Der Sohn Kaltenbach wird das Testament anfechten. Ich bin Erbin, Frau Kaltenbach war nicht da. Sie hatte einen Kreislaufzusammenbruch. Es tut mir alles leid, aber das können Sie ihr wohl schlecht ausrichten. Ist schwierig.
Ich bin in einer Stunde im Präsidium. Sie benehmen sich wie Wegelagerer. Schlecht gelaufen mit der Erbschaft, hä? Was geht Sie das an? Wir werden sowieso gerichtlich dagegen vorgehen. Meine Mutter und ich. Es geht uns schon was an. Weil Sie für die Zeit, in der Ihr Vater erschossen wurde, kein Alibi haben. So? Ja, laut Ihrer Freundin. Tja, Sie kommen nun bitte mit zur Vernehmung aufs Präsidium. Als Zeuge? Nein, ab jetzt nicht mehr. So, bitte nehmen Sie Platz. Wir gehen nachher noch zum Erkennungsdienst und nehmen Ihre Fingerabdrücke. Ich würde jetzt gerne mit meiner Mutter telefonieren. Tja, bitte. Ach, Herr Dr. Gerken. Guten Tag. Können Sie meiner Mutter sagen, dass ich etwas später komme? Ich bin hier noch beschäftigt. Nein, ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Testamentseröffnung war. Danke. Ja, das kann in der Tat etwas länger dauern. Dann würde ich jetzt gerne meinen Anwalt anrufen. Bitte. Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau ein paar Millionen Mark erbt? Von dem erschossenen Frank Kaltenbach? Ja oder nein? Noch eine Frage. Haben Sie gewusst, dass mit Ihrer Pistole vor 2 Jahren ein Geldbote erschossen worden ist? Beute 200.000 Mark. Was passiert hier eigentlich? Oh, ich wollte nur sagen, dass wir wieder da sind. Ja, ist in Ordnung. Aha. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Sie kommen nicht weit. Sie haben auf einem Speicher ein Gaset gefunden. Ich dachte immer, die ist weg. Tja, so kann man sich irren. Und die Munition lag daneben. Hm? Passt. Ja. Ja, das ist mir scheißegal. Ich sag Ihnen das jetzt zum letzten Mal, Sie holen Dr. Grassoff aus der Sitzung. Hören Sie, wenn Sie das nicht machen, sorge ich dafür, dass Sie einen riesengroßen Ärger bekommen, ja? Was? Ich möchte mit keiner Vertretung sprechen. Sie holen jetzt Grassoff. Sofort! Herr Kaltenbach, würden Sie bitte mal mitkommen? Ja. Also bitte! Herr Kaltenbach, wir wollten Ihnen mal was zeigen. Sagt Ihnen das was? Munition Kaliber 45. Nein, das sagt mir absolut gar nichts. Das ist die Munition zu der Colt-Pistole, mit der Ihr Vater erschossen wurde. Ich verstehe immer noch nicht. Auf der Schachtel sind deine Fingerabdrücke. Die hast du gekauft. Das ist doch ein Schweiß! Hey, du blöder Hund! Dann wollte er mir 100.000 Mark aus dem Ärmel geben. Und dann wollte er noch zusehen, wie sein Vater umfällt. Das ist gelogen, das ist alles gelogen! Herr Kaltenbach, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts der Anstiftung und der Beihilfe zum Mord an Ihrem Vater. Das ist doch Quatsch, ich will meinen Anwalt sprechen. Sie haben das gewusst mit den 6 Millionen. Und Sie, Herr Ruschdie, nehme ich vorläufig fest wegen des Verdachts, Frank Kaltenbach ermordet zu haben. Außerdem stehen Sie unter Verdacht, vor 2 Jahren bei einem Raubmord an einem Geldboden beteiligt gewesen zu sein. Stehen Sie auf. Umdrehen. Frau Ruschdie ist da. Ja, danke. Alexander. Herr Kaltenbach, die Beweislage ist klar. Ich würde Ihnen dringend raten, ein Geständnis abzulegen. Ach. Vielleicht gibt es mildernde Umstände. Danke. Sie wollten ein Protokoll mit mir machen? Ja. Was ist? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Also wohl doch keine abscheulichen Menschen. Ihr Mann ist bei uns nebenan. Er hat Frank Kaltenbach erschossen? Ja, hat er, so wie es aussieht. Tobias Kaltenbach hat ihn angestiftet und wollte ihn dafür bezahlen. Es tut mir so leid für Frau Kaltenbach. Jetzt hat sie ihren Sohn auch noch verloren. Ich werde das Geld, was ich von Frank erbe, mit dir teilen.